Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video anonyme Methoden an. Und wir kennen schon normale Methoden. Normale Methoden sind immer Members von Klassen oder auch Strukturen, wie wir noch später kennen werden, aber wir wissen auf jeden Fall, Methoden schauen irgendwie so aus. Also wir haben hier Modifizierer, wir haben hier einen Rückgabetypen, wir haben hier einen Funktionsbezeichner und wir haben hier eine Parameterliste. Dann kommt ein Scope für die Methode und innerhalb von Methoden können wir eben prozeduralen Code schreiben, wie wir das hier sehen. Indem wir eben, was weiß ich, if-else-Abfragen, Schleifen einsetzen oder andere Funktionen aufrufen und so weiter. Auch hier sehen wir eben eine Methode. Diese ist eben nicht statisch, aber im Prinzip sieht man hier immer dieses Schema Modifizierer, Rückgabetyp, Bezeichner, Parameterliste, Klammer auf, Klammer zu und dazwischen Code. Ich schiebe jetzt mal diese Lauscher-Klasse, die wir geschrieben haben, in eine andere Datei, weil wir sie erstmal nicht mehr brauchen. Genauso wenig wie das Metronom. Und wir löschen auch diesen Code, den wir hier nutzen. Denn zu das, was wir jetzt kommen, das sind anonyme Methoden. Anonyme Methoden haben keinen Bezeichner. Anonyme Methoden liegen auch nicht innerhalb des Scopes von einer Klasse, sondern innerhalb von anderen Methoden. Und wir müssen zwangsweise anonyme Methoden über Delegates referenzieren, damit wir sie aufrufen können. Was das heißt, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das erste, was ich mache, ich erstelle mir mal eine Liste von Personen. Und hier haben wir die üblichen Charaktere, die wir so einsetzen. Und wer diese Charaktere immer noch nicht kennt, dem würde ich jetzt dringend empfehlen, dass er oder sie sich bitte Breaking Bad anschauen möge. Das ist eine wirklich gute Sendung. Okay, nachdem wir hier unsere Liste haben, ist auch noch nichts Ungewöhnliches, kommt jetzt die anonyme Methode. Das Erste, was wir machen, ist, wir definieren eine Action. Und diese Action kriegt als Parameter eine Liste von Personen. Ja, wir erinnern uns nochmal kurz zurück. Actions sind Delegates, die mit Generics parametriert sind. Und wir können diesen Generic eben auflösen zu dem bestimmten Typ, den eben hier dieser erste Parameter und auch der einzige Parameter eben haben soll. Und wir sehen hier jetzt eben an diesem Beispiel, dass wir diesen kompletten Generic T auch wieder als einen generischen Typen auflösen können. Das heißt, dieses eigentliche T, was wir hier haben, es wurde eben zu List of Person aufgelöst und deswegen haben wir eben zweimal diese spitzen Klammern hier, weil List of T eben auch wieder ein generischer Parameter ist, den wir hier komplett auflösen müssen. Deswegen haben wir eben hier jetzt eine Action, die als Parameter eine List of Person bekommt. Zurück zum Eigentlichen. Ich nenne die Variable dazu gleich mal anonyme Methode. Und jetzt kommt's. Das hier ist eine anonyme Methode. Wir kriegen hier als Parameter eine Liste rein. Und was ich hier jetzt innerhalb dieser anonymen Methode mache, ist eben durch diese Liste laufen. Und für jede Person, die hier drin ist, die gebe ich eben auf der Konsole aus. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich hier to String für diesen Typ überschrieben habe. Natürlich nicht, aber wir können vollen Namen nutzen. Das heißt, ich gebe hier den vollen Namen aus. Und das nenne ich gleich nochmal voller Name, damit das ordentlich ausgeht. Okay, schauen wir uns das nochmal an, was wir hier haben. Das hier links ist ein Delegate. Ist jetzt erstmal nichts Neues für uns. Das hier rechts aber sehr wohl. Wir haben das Delegate-Schlüsselwort eigentlich immer beim Typen eingesetzt, also das, was wir hier oben sehen.
Mit Delegate kann man aber nicht nur eben eine Delegate-Typ-Definition machen, sondern man kann auch anonyme Methoden initiieren. Und das passiert eben genau dann, wenn dieses Delegate innerhalb des Scopes einer Funktion ist, eben innerhalb dieser beiden geschweiften Klammern, auf die ich hier gerade deute. So, was sehen wir hier noch? Wir haben keinen Bezeichner. Also ich notiere das hier mal ein bisschen mit. Keine Bezeichner für die Funktion. Keinen Rückgabetypen. Ich hätte das mal. Naja, okay. Rückgabetyp. Und was wir aber sehr wohl haben, ist eine Parameterliste. Das sehen wir hier oben. Ja, das ist eben, diesen Parameter können wir bei dieser anonymen Methode entgegennehmen. Und wenn wir hier eben dann diese Parameterliste abgeschlossen haben, kommt ganz gewohnt wieder hier ein Scope. Das heißt, wir haben hier geschweifte Klammern. Und innerhalb dieser geschweiften Klammern haben wir wiederum wie in anderen Funktionen auch einfach Code stehen, der ausgeführt wird. Hier in diesem Beispiel eben eine For-Each-Schleife, in der wir eben die Liste durchlaufen und für jede Person, die in dieser Liste steckt, den Namen ausgeben. Wenn dieses Delegate hier eingesetzt wird, dann wird letztendlich hier eben eine anonyme Methode vom Compiler generiert und die Adresse zu dieser anonymen Methode landet eben über einen Delegate hier in dieser Variable. Also der Variable referenziert Delegate, Delegate referenziert anonyme Methode. Wenn wir das hier jetzt so geschrieben haben, dann könnte man vielleicht meinen, aha, wird jetzt diese anonyme Methode gleich ausgeführt, wenn wir hier eben durch diesen Code laufen. Der Punkt ist, nein. Damit das Ding ausgeführt wird, müssen wir natürlich erst den Delegate aufrufen. Und hier übergebe ich jetzt eben diese Personen, die ich hier angebe. Und wenn wir jetzt diese Applikation laufen lassen, sehen wir eben, wenn wir uns das hier anschauen, okay, Walter White, Jesse Pinkman, Hank Schrader wurden ausgegeben. Press any key to continue. Passt also. Ist eigentlich im Prinzip genau das Gleiche, was wir sonst auch so gehabt haben, wenn wir eben diese Methode hier irgendwo explizit unterhalb die Main-Methode geschrieben haben. Wir debuggen jetzt aber trotzdem nochmal durch. Also, erster Schritt, wir erstellen diese Liste, das ist überhaupt nichts Neues für uns. Nächster Schritt. Hier kommt jetzt das Interessante, hier ist eben jetzt die Definition dieser anonymen Methode und der Speicherplatz dieser Methode wird eben an diesen Delegate zugewiesen. Wichtig ist auch dieses Semikolon am Ende, das sind wir ja von Methoden sonst nicht gewohnt. Dieses Semikolon gehört aber nicht zur anonymen Methode, sondern tatsächlich hier zu dieser Zuweisung. Also diese anonyme Methode wurde vom Compiler halt irgendwo hinkompiliert, aber wir können sie nicht aufrufen. Warum? Na, das Ding hat keinen Bezeichner. Wir können sie nur über einen Delegate referenzieren und diese Zuweisung an den Delegate, die passiert eben hier mit diesem ist gleich und dazu, zu dieser Anweisung gehört eben als Abschluss noch dieses Semikolon hier unten. Eben das hier. So, und wenn wir jetzt den Delegate aufrufen, dann aufgepasst, wir landen jetzt hier oben. Also wir sind jetzt hier innerhalb des Scopes der anonymen Methode und können jetzt hier auch tatsächlich durchgehen. Wir landen jetzt hier in dieser For-Each-Schleife. Also es funktioniert letztendlich genauso, wie wenn wir eben eine bestimmte andere Methode, also wir hätten jetzt auch hier diese anonyme Methode einfach unter die Main-Funktion aufrufen, schreiben können und dann hier innerhalb der Main-Funktion eben aufrufen können und wir hätten diese Liste übergeben. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, bloß dass wir hier jetzt eben innerhalb dieser anonymen Methode landen. Und wir gehen jetzt durch diese Liste durch und geben die drei Namen aus. So, und dann auch das Übliche, wenn eben unsere Funktion vorbei ist, dann kehren wir zum Aufrufer zurück und dann geht es da eben mit dem nächsten Statement weiter. In unserem Fall eben ist das Programm zu Ende.
Also wir merken uns. Es gibt sowas wie anonyme Methoden und die kann man eben über diese Schreibweise erstellen. Wichtig, kein Bezeichner, kein Rückgabetyp. Wir haben hier allerdings eben eine Parameterliste, die wir einsetzen können. Eine anonyme Methode kann durchaus auch einen Wert zurückgeben. In diesem Kopf der anonymen Methode schreiben wir aber diesen Rückgabetyp nicht hin. Was zurückgegeben wird, wird letztendlich hier über diesen Delegate eben festgelegt und eine Action gibt halt nun mal Void zurück, deswegen brauchen wir hier keinen Return. Wichtig ist, wenn wir diese anonyme Methode geschrieben haben, dann hilft es nichts, wenn wir quasi hier diesen Delegate weglassen. Wenn wir das so machen, kriegen wir sofort einen Compiler-Fehler. Warum? Naja, weil diese anonyme Methode nie wieder aufgerufen werden kann, wenn wir uns die nicht in einem Delegate festhalten. Es geht einfach nicht. Das muss man einfach wissen. Wenn ich eine anonyme Methode schreibe, muss ich die auch hier irgendwie in einem Delegate festhalten. Sei es eine Variable, sei es ein Parameter, sei es ein Feld. Eins von den dreien muss irgendwie von einem Typ Delegate sein und von einem Delegate-Typen sein, so rum. Und muss eben dann entsprechend der Parameterliste und Rückgabetypliste diesem Delegate hier entsprechen. Entschuldigung, diese anonyme Methode. Man kommt mit den ganzen Fachbegriffen durcheinander. Okay, das merken wir uns. Was wir noch nicht wissen ist, was soll denn der Blödsinn? Wieso soll ich hier eine anonyme Methode schreiben? Macht ja gar keinen Sinn. Warum gehe ich nicht einfach hier direkt mit foreach durch und gebe die Personen aus? Oder schreibe mir, wenn es notwendig ist, noch eine Methode hier drunter, mit der ich das machen kann. Wir sehen an diesem Beispiel noch nicht, warum das sinnvoll ist, dass wir anonyme Methoden einsetzen. Sie sollen bloß mitnehmen, es geht. Und mehr nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, indem wir uns mit Clojure beschäftigen. Bis bald.